So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffne ich heute wieder Violetta Staffel 3 Booster. Um zu schauen, was da drinnen stecken kann, die Motive und natürlich, dass ich meine Sammelmappe voll kriege. Also, freut euch immer wieder. Ich komme zwar im Moment selten dran, aber ich werde auf jeden Fall immer wieder Violette öffnen, weil meine Sammelmappe ist noch nicht vollständig. Und ob eure vollständig ist, könnt ihr mir ja gerne posten. Natürlich auch alles über die Violetta-Sammelkarten. Wie ihr sie findet, ob ihr sie auch schon sammelt. Oder an euch komplett vorbeigeht. Ganz egal was. Nur postet mir. Umso mehr Posts da sind, weiß ich natürlich, dass ich immer wieder schneller an die Booster kommen soll, dass ich für euch immer wieder neue Videos mache. Und natürlich auch posten, ob ihr die Karten auch schon habt oder, ist mir ganz egal was. Könnt ihr alles über Violetta Staffel 3 Booster gerne posten. Entschuldigung, mein Husten ist immer noch nicht weg. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich auch immer unter dem Video versuchen zu verlinken. Ja, ich sehe schon, diesmal sind einige Karten dabei, die ich noch nicht habe. Ist natürlich schön, dass meine Sammelmappe sofort immer schneller voll wird. Und ob eure vollständig ist, wie gesagt, postet mir. Kommen wir nun zum letzten Violetta Staffel 3 Booster für heute. Allerdings nur für heute, das wisst ihr ja. Wenn ich jetzt so schnell nicht dran komme, werde ich natürlich noch das Display weiter aufmachen von Staffel 1. Bin ich ja jetzt auch angefangen, noch welche zu öffnen, weil mir da noch ein paar Stück fehlten und ich dann günstig an das Display gekommen bin. Also, das waren jetzt meine Karten, meine Motive, die ich in Violetta Staffel 3 drin hatte. Wie ihr sie findet, postet mir natürlich auch und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin. Und schaut zu.